Kapitel 1 Von den Anfängen bis zum Zweiten Deutschen Reich. Die Gründung des Zweiten Deutschen Reiches. Im Friedensvertrag mit Österreich von 1866 hat der siegreiche Bismarck alle Demütigungen Österreichs vermieden und ihm jeden Gebietsverlust im Reich erspart, insbesondere die Abtretung Böhmens an Preußen, die der preußische König längere Zeit verlangte. Durch seine Mäßigung und die Ausschaltung Frankreichs und Russlands beim Friedensschluss, die sich beide zusätzlichen Landgewinn erhofften, hat Bismarck ohne das Zutun äußerer Mächte das innerdeutsche Feld bereinigt, ohne Österreich zum dauerhaften Feind Preußens zu machen. Das macht sich wenige Jahre später schon bezahlt. Als Spanien 1870 einen Hohenzollernprinzen als König wünscht, gerät Frankreich in große Erregung. Nach dem Verzicht des Prinzen auf dem spanischen Thron fordert Paris noch eine demütigende Entschuldigung von Preußen, die sein König ablehnt, was Bismarck als Emser Depesche veröffentlicht. Daraufhin erklärt Frankreich am 19. Juli 1870 Preußen den Krieg. Bismarck hat durch seine Diplomatie der letzten Jahre dafür gesorgt, dass Russland, England und Italien neutral bleiben und auch Österreich diese Gelegenheit für eine Vergeltung an Preußen nicht ergreift. Durch die französische Überheblichkeit, in seinem Nationalstolz getroffen, stellt sich ganz Deutschland begeistert hinter Preußen. Auch alle süddeutschen Staaten ziehen mit dem Norddeutschen Bund gegen Frankreich ins Feld. Unter der genialen Führung des preußischen Generalstabs Helmut Graf von Moltke werden nach einleitenden Siegen der Preußen im Elsass und in Lothringen große Teile des französischen Heeres in Metz und dann ein Ersatzheer mit dem französischen Kaiser Napoleon III. In Sedan eingeschlossen und zur Kapitulation gezwungen. Paris wird Mitte September eingeschlossen und muss sich am 28. Januar 1871 ergeben. Im Frieden von Frankfurt vom 18. Mai 1871 erhält Frankreich auf Bismarcks Drängen milde und keinerlei entehrende Bedingungen neben einer mäßigen Zahlung von Kriegskosten, die bereits 1873 erledigt ist, hat es nur das früher geraubte alte Reichsland Elsass-Lothringen abzutreten, das nach rund 200 Jahren nun wieder deutsch wird. Die gemeinsame Ablehnung der französischen Anmaßung und der siegreiche Feldzug unter Preußens Führung haben die Einigungsbewegung in Deutschland und die für Preußen eingestellten Kreise im Süden sehr verstärkt. Schon kurz nach Kriegsbeginn hat Bismarck Verhandlungen mit den einzelnen süddeutschen Staaten über ihren Beitritt zum Norddeutschen Bund geführt. Schließlich stimmen auch Bayern und Württemberg der Führungsrolle Preußens zu, nachdem ihnen gewisse Sonderrechte eingeräumt sind. Der sich erst sehr sträubende König Ludwig II. Von Bayern trägt Ende November selbst dem Preußenkönig die neue Kaiserkrone an, die anzunehmen Bismarck schließlich seinen König bewegen kann. So kann die von Bismarck geschickte vorbereitete Gründung des Zweiten Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 im festlichen Spiegelsaal des Versailler Schlosses mit der feierlichen Kaiserproklamation abgeschlossen werden. König Wilhelm I. von Preußen tritt als Kaiser Wilhelm I. an die Spitze des neuen Reiches. Die europäischen Nachbarstaaten sind von dieser schnellen Entwicklung überrascht, dulden dann aber doch dank Bismarcks Vorsorge diese große Machtsteigerung in der Mitte Europas. Bismarck hat so durch Nutzung günstiger Umstände das den anderen europäischen Mächten gerade noch Zumutbare voll ausgeschöpft und die kleindeutsche Lösung, den Beschluss der Frankfurter Paulskirche, von oben her durchgesetzt. Trauernd stehen die Deutschen Österreichs beiseite. Doch ihr Anschluss an das Deutsche Reich hätte damals sicher, wie Bismarck richtig erkennt, das Gleichgewicht Europas zu sehr verschoben und die Nachbarn zu feindlichem Eingreifen herausgefordert. Mit dem richtigen Blick für die Grenzen des Verwirklichbaren hat Bismarck die Reichseinheit erzwungen. Mit der Gründung des Zweiten Reiches hat Preußen endgültig die Nachfolge Österreichs für das Reich angetreten, haben die Hohenzollern am Ende einer langen Entwicklung das Haus Habsburg abgelöst. Von Anfang an ist sich Bismarck dessen bewusst, dass das neue Deutschland als politische und überdies schnell wachsende wirtschaftliche Macht nach Jahrhunderten der Ohnmacht in Europas Mitte den Nachbarn ein Dorn im Auge ist und dass insbesondere Frankreich die Niederlage im Krieg und den Verlust seiner europäischen Vormachtstellung nicht schnell verwinden wird. Er versucht daher für Jahrzehnte erfolgreich durch ein kunstvolles Bündnissystem der Großmächte Europas das Reich zu sichern und Frankreich in seinen Revanchebestrebungen zu vereinzeln. Das Dreikaiserbündnis von 1873 zwischen Russland, Österreich und Deutschland, der Zweibund von 1879 mit Österreich, der Dreibund von 1882 mit Österreich und Italien, das Mittelmeerabkommen von 1887 zwischen Österreich, Italien und England und schließlich der geheime Rückversicherungsvertrag von 1887 mit Russland bringen mit ihren jeweiligen Verlängerungen während Bismarcks Amtszeit für Europa fast ein halbes Jahrhundert des Friedens.
Auf dem Berliner Kongress kann Bismarck 1878 als ehrlicher Makler Europas die Spannungen zwischen den Großmächten nach dem russisch-türkischen Krieg ausgleichen und sich dennoch die Freundschaft der Betroffenen erhalten. Zu einem vorbeugenden Krieg gegen Frankreich, zu dem verschiedentlich Österreich und Italien drängen und bei dem England wohlwollend neutral geblieben wäre, entschließt sich Bismarck auch nach Drängen der deutschen Militärs nicht, obwohl die Ausgangslage für das Reich viel günstiger als im Jahre 1914 ist. Als Reichskanzler und Ministerpräsident von Preußen führt Bismarck, der bald der Eiserne Kanzler genannt wird, eine Innenpolitik in tiefer Verantwortung mit dem Sinn für das Durchsetzbare, nötigenfalls auch gegen das Parlament wie beim Verfassungskonflikt in Preußen 1862 und mit dem Reichstag 1886. Neben dem Aufbau einer zentralen, allerdings durch die föderativen Ländergliederungen gemilderten Verwaltung und Justiz führt Bismarck ab 1881 gegen erheblichen Widerstand von Seiten der Parteien, vor allem der Sozialdemokraten, die für die ganze Welt vorbildliche soziale Gesetzgebung durch. Der durch die deutsche Einigung und in den folgenden Gründerjahren noch verstärkte industrielle Aufschwung in ganz Deutschland hat zu erheblichen sozialen Problemen und Missständen unter der arm gebliebenen Arbeiterschicht in den schnell wachsenden Städten geführt. Bismarcks Sozialgesetze mit der Einführung der Alters-, Kranken-, Unfall- und Invaliditätsversicherung schaffen auf der Grundlage der Solidargemeinschaft des Volkes und des Generationenvertrages zwischen Alt und Jung eine fast bis heute im Prinzip sich bewährende Lösung dieser sozialen Frage und verhindern vielfach vorher bestehende persönliche Not und wirtschaftliches Elend in vielen Familien. Die kräftige Zunahme der Bevölkerungszahl in Deutschland in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ist auch mit durch diese Sozialreformen ausgelöst worden. Als der angesehene, im Volk sehr beliebte und in allen Schwierigkeiten Bismarck vertrauende und ihn stützende Kaiser Wilhelm I. am 9. März 1888 hochbetagt stirbt, kündet sich das Ende einer Epoche an. Auf seinen Sohn, der nun als Friedrich III. Deutsche Kaiser wird und als liberal denkender Fürst mit edlem Charakter bekannt ist, richten sich seit langem hohe Erwartungen des deutschen Bürgertums und der parlamentarischen Kräfte, denen Bismarcks aristokratische und autoritäre Art nicht gefällt. Der neue Kaiser ist mit einer Tochter der regierenden englischen Königin Victoria verheiratet und wird als Garant guter Beziehungen zu England und seinem Weltreich betrachtet. Doch schon bei seinem Regierungsantritt ist er von einem schweren, unheilbaren Krebsleiden gezeichnet. Als er daran 3 Monate später stirbt, bedeutet das eine ungeheure Tragödie für Volk und Reich. Als 30-Jähriger übernimmt nun sein Sohn Wilhelm II. Als Kaiser des Reiches und König in Preußen die Regierung. Der junge, ehrgeizige Monarch an der Spitze des machtvoll sich entfaltenden Deutschen Reiches strebt bald nach eigener politischer Betätigung und ist mit der repräsentativen Aufgabe nicht zufrieden, mit der sich sein Großvater in weiser Bescheidenheit und kluger Anerkennung von Bismarcks politischem Talent begnügte. Zudem drängt der Kaiser Bismarcks außerordentliches Ansehen beim Volk wie in der Welt nach vergleichbarem Ruhm. Daher kommt es schnell bei so wesensverschiedener Art von Kaiser und Kanzler zu Spannungen und Gegensätzen, die sich schließlich anlässlich besonderer Wünsche Wilhelms II. Auf sozialem Gebiet, die Bismarck für überalt hält, entladen. Der impulsive junge Kaiser fordert Bismarck zu einem Rücktrittsgesuch auf, das der greise Kanzler dann am 19. März 1890 schreibt und dem Wilhelm II. Am folgenden Tag schon nachkommt. Im Reichstag und bei den Parteien, deren egoistischen Wünschen und Zielen sich Bismarck als Wahrer des Ganzen oft widersetzte, wird der Abgang des Reichskanzlers begrüßt. Das Ausland schaut verständnislos zu, wie der Lotse von Bord geht. Mit Bismarck, der sich auf sein Gut Friedrichsruh im Sachsenwald bei Hamburg zurückzieht, wo er 1898 stirbt, geht der Garant einer auch für das Ausland vertrauenswürdigen und berechenbaren Politik, der maßvoll die Möglichkeiten der jeweiligen Umstände erkannte und sie zum Nutzen des deutschen Volkes und auch des europäischen Friedens ausschöpfte. Als Durchsetzer der deutschen Einheit gegen äußere und innere Widerstände bleibt er im Volk hochgeehrt und unvergessen. Das ihm in Dankbarkeit im ganzen Reich auf vielen Höhen die Bismarcktürme errichtet. Zum Unglück für Deutschland und Europa findet Bismarck keinen ebenso genialen politischen Nachfolger, dessen sein Werk und die Zeit bedurft hätten.